Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. Wir befinden uns wieder mal bei meinen Aquarien und ich habe quasi schon eine ziemliche Videoreihe zur Aquaristik hier bei diesem Gartenkanal gestartet. Und zwar habe ich euch schon etwas erzählt über mein Garnelenaquarium, ich meine auch über mein Guppy-Aquarium und wie ich dieses handhabe. Ich habe euch etwas hier über diese diversen Aquarien erzählt, auch über meine Fischbrücke hier. Oder auch über meinen Bachlauf, zur natürlichen Filterung, zu verschiedenen Wasserarten in Aquarien. Aber worüber ich noch kein Video gemacht habe, wie es aufgefallen ist, beziehungsweise wie es mir aufgefallen ist, dass ich noch kein Video über die Einlaufphase eines Aquariums habe. Also bevor ihr euer Aquarium einrichten könnt, bevor ihr überhaupt erstmal Panik kriegen könnt aufgrund der Farbe eures Wassers, braucht ihr natürlich auch erstmal ein Aquarium und dieses Aquarium muss einlaufen, beziehungsweise muss das Wasser natürlich irgendwann sich so verhalten, dass dort Fische leben können. Und das Ganze habe ich damals, da werde ich dieses Video auch wieder mit einer Geschichte beginnen, das Ganze habe ich damals wie folgt gestartet. Ich bin in ein Tierfachgeschäft gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne ein Aquarium, was muss ich denn tun, um meinen Fischen schönes Aquarienwasser zu bieten? Und das Ganze war ein Prozess, der sich über mehrere Wochen gezogen hat, in denen ich Leitungswasser in mein Aquarium gegeben habe und dann von besagtem Tierfachgeschäft verschiedene Starterkulturen bzw. Starterbakterien bekommen habe für mein Aquarium. Wie ich erst viel später festgestellt habe, bringt das gar nicht unbedingt etwas. Also ich habe Starterbakterien bzw. Starterkulturen in Flaschenform bekommen, in Form von kleinen Schwämmen, die ich an den Filter mit anbringen konnte. Ich habe auch, was ich aber nicht schlecht fand, Huminstoffe bekommen in flüssiger Form, die ich ins Aquarium geben konnte, die Schwermetalle bilden, nicht bilden, binden und das Wasser filtern. Und sich gleichzeitig auch wie eine schützende Schicht um den Fisch legen. Also dieses Mittel benutze ich ab und zu immer noch ganz gerne, wenn ich viel Wasser im Aquarium nachfüllen muss, viel Leitungswasser, um eben dieses System zu schützen des Wassers. Aber ich möchte euch jetzt sagen, dass das, was mir da empfohlen worden ist im Tierfachgeschäft, überhaupt nicht notwendig war. Also ganz im Gegenteil, es war nicht nur nicht notwendig, sondern es hat gar nichts gebracht. Denn wie ich gelernt habe inzwischen, sind diese Starterkulturen bzw. Starterbakterien, die man im Laden erwerben kann, häufig nicht die Bakterien, die für das Aquarium eigentlich in der Einlaufphase notwendig wären. Bei diesen Bakterien, die sich bilden, wenn man hier ein Aquarium einlaufen lässt, ist es so, dass es welche sind, die nur einen sehr kurzen Zeitraum überleben können. Das heißt, dass ihr schon mal keine Schwämme oder Bakterien im Tierladen kaufen solltet, welche nicht gekühlt sind. Denn diese nicht gekühlten Bakterien sind auf jeden Fall schon mal nicht die Starterbakterien, die für das Aquarium notwendig wären, um es einlaufen zu lassen. Und diese Bakterien, die für das Aquarium hier benötigt werden, sind auch nur eine sehr kurze Zeit haltbar. Also ich meine, es gibt eine Firma oder eine Marke, welche solche Bakterien verkauft. Ich weiß aber nicht, ob nur übers Internet oder auch im Handel. Aber diese Bakterien bzw. diese Fläschchen sind eben gekühlt bzw. müssen gekühlt werden einerseits und andererseits sind sie eben nur sehr, sehr, sehr kurz haltbar. Und das ist natürlich dann nichts, was die Tierfachgeschäfte so sehr mögen, denn wenn diese Bakterien nur sehr kurz haltbar sind und die kauft dann keiner, was muss man dann machen? Da muss man das Zeug wegwerfen. Also insofern würde ich das auf jeden Fall anders machen, wenn ich jetzt ein neues Aquarium einfahren würde. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ihr dann da machen könnt, wenn man nicht auf diese Starterbakterien zurückgreifen soll. Und ich kann erstmal sagen, einerseits braucht ihr viel Geduld. Also die Einlaufphase eines Aquariums ist nicht etwas, was ihr an einem Tag geregelt habt und dann könnt ihr eure Fische einsetzen. Ich würde spontan einen Zeitraum von etwa 3 bis 4 Monaten ansetzen, bis das Aquarium wirklich eingelaufen ist und ihr wirklich jede Art von Fisch einsetzen könnt, auch diese eher empfindlichen Fische. Falls ihr so lange nicht warten wollt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr schon mal ein paar Schnecken in euer Aquarium einsetzt,
oder auch Garnelen, da diese, was das Wasser anbelangt, beziehungsweise vor allem die Nitritwerte, eher etwas, wie sagt man das, also sie sind weniger empfindlich für solche schwankenden Wasserwerte. Und dadurch, dass ihr dann beispielsweise schon Schnecken in euer Aquarium eingesetzt habt, können diese natürlich auch aufgrund der Bakterien, die sie auch mitbringen und der Ausscheidung und des Fischfutters, was wie auch immer ihr das Ganze handhabt, sorgen diese schon mal für ein ausgeglicheneres System eures Aquariums. Das ist ein Schritt, den ihr tun könnt. Aber um dorthin zu kommen, dass ihr Garnelen und Schnecken in das Aquarium einsetzen könnt, müsst ihr natürlich erstmal einige Bakterien ansiedeln in eurem Aquarium. Beziehungsweise braucht ihr natürlich auch Biofilme auf den Oberflächen in eurem Aquarium, dass das Ganze möglich ist. Und um diesen Prozess zu beschleunigen, kenne ich einen Tipp, aber wirklich auch nur einen, der auch nicht im Tierhandel leider zu erwerben ist, aber bei welchem ihr vielleicht auch mal eure Nachbarn fragen könnt. Und dabei handelt es sich um Bodenmulm, der hier zu sehen ist in meinen Aquarien oder der auch hier zu sehen ist. Es handelt sich eben um diesen Bodendreck, der hier sieht man das überall, der nicht sonderlich schön aussieht, aber der viele Bakterien, Pilze oder auch kleine Würmer enthält, was euch vielleicht erstmal abschrecken mag, was aber sehr wichtig ist für die Flora und Fauna eures Aquariums. Und wenn ihr selbst jetzt kein Aquarium mit Bodenmulm habt, könnt ihr natürlich auch, wie ich es eben meinte, vielleicht euren Nachbarn fragen, ob die schon eingefahrene Aquarien haben. Oder ihr fragt in einem Aquaristikforum, ob vielleicht Leute etwas Bodenmulm abgeben würden an euch. Und das ist eine Möglichkeit, was ihr tun könnt. Eine andere Möglichkeit, welche ich häufiger nutze, ist, dass ich, und das habt ihr auch schon mal hier in einem Video gesehen, Wasser umleite. Ich habe hier Wasser abgepumpt, welches in dieses Aquarium gekommen ist und habe hier dann eben Leitungswasser hinzugegeben. Und wenn man hier nicht zu viel Wasser abpumpt und nicht zu viel Wasser hinzugibt, dann bleibt das System eigentlich noch bestehen. Also dann sollte das Wasser nicht kippen oder so. Aber gleichzeitig habe ich dadurch dann natürlich schon perfekt eingefahrenes Aquarienwasser in meinem neuen Aquarium. Ich würde es mir überlegen, ob ich dann schon Fische einsetze. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ihr könnt ja dann eben auch erstmal mit Schnecken und Garnelen starten. Aber ich bin der Meinung, und da scheinen sich natürlich die Geister, ich bin aber der Ansicht, dass ihr dadurch, wenn ihr hier jetzt zum Beispiel Bodenmulm einsetzt von einem anderen Aquarium und wenn ihr die Hälfte dieses Beckens vielleicht auch schon auffüllt mit bereits eingefahrenen Aquarienwasser, dass ihr die Einlaufzeit auf ein Minimum verkürzen könnt. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass ihr keine 2 Wochen warten müsst, bis dieses Aquarienwasser dann eingefahren ist und dass ihr dann vielleicht sogar schon Tiere einsetzen könnt. Das Absurde in der Aquaristik ist momentan, wie man es auch oder wie ich es im Tierfachhandel schon beobachtet habe, da gibt es Osmosewasser, was natürlich auch wichtig ist für viele Fische, aber es gibt Osmosewasser, es gibt In-vitro-Pflanzen und die Aquarianer füllen Leitungswasser in ihre Aquarien. Und das bedeutet, dass wir als Aquarianer eine ziemlich große Angst inzwischen davor haben, dass etwas Schlimmes, in Anführungszeichen, etwas Unreines in unser Aquarium gelangen könnte. Man hat natürlich diese Sorge, dass wenn ich mir jetzt in einem Tierfachgeschäft Wasserpflanzen kaufe oder Wasserpflanzen aus einem anderen Aquarium übernehme, dass ich mir dann irgendwas einschleppe. Irgendwelche Planarien, irgendwelche Pilze, irgendwelche Infektionskrankheiten, die auf die Fische übergehen könnten. Und was machen die Aquarianer dann? Und inwieweit hat sich der Markt da erhöht? Der Markt hat sich erhöht bei In-vitro-Pflanzen, die so wachsen, dass sie keinerlei verschmutztem, ich setze das immer in Anführungszeichen, Wasser ausgesetzt werden. Also bei In-vitro-Pflanzen ist die Wahrscheinlichkeit bei null, dass man sich irgendwelche Schnecken, irgendwelche Planarien oder sonst irgendwelche Tiere oder Bakterien in das Aquarium einschleppen kann. Wenn ich aber, gehen wir mal vom Extremfall aus, wenn ich jetzt ein Aquarium neu einfahren lassen möchte und ich wasche meinen Kies aus, gebe ihn ins Becken, setze In-vitro-Pflanzen ins Wasser und fülle das ganze Aquarium mit Leitungswasser auf und ich mache dann nichts weiter,
Wie soll dann mein Aquarium jemals eingefahren sein, wenn sich keinerlei Bakterien, die einem Aquarium bzw. dem Wasser zuträglich wären, dort drinnen befinden? Wie soll das Ganze funktionieren? Man braucht immer einen Bakterienstamm, damit die Bakterien sich verbreiten können und damit sich diese auch die Biofilme bilden können, dass sich dieses ganze System überhaupt erst entwickeln kann. Also wie soll das funktionieren, wenn ich dann dieses absolut sterile Aquarium verwende, wenn ich es so einfahren lasse? Da ist es doch ganz logisch, auch wenn man davor Angst hat, dass wenn ich Pflanzen aus einem anderen Aquarium entnehme, wenn ich etwas Mulm aus einem anderen Aquarium entnehme, wenn ich vielleicht Pflanzen nehme, die eben nicht in vitro gewachsen sind, dann ist es doch ganz logisch, dass ich dann dadurch auch Bakterienstämme in mein neues Aquarium mit integriere. Und wenn ich dann wirklich vielleicht 2, 3, 4 Monate warte, dann wird sich dieses System mit der Zeit ganz von alleine entwickeln und dann kann ich ohne Bedenken Fische in mein Aquarium einsetzen. Die Leute machen sich auch zunehmend zu viele Gedanken mit irgendwelchen Sets. Das sehe ich auch häufig dann in Aquaristikläden, dass man sein Aquarienwasser dort abgeben kann. Und dann, wenn schon ein Wert der Norm etwas abweicht, dann heißt das, dass man auf keinen Fall Fische dort einsetzen kann. Bei sehr empfindlichen Fischen würde ich da zustimmen. Aber mir wurde vom Kauf damals von Guppies abgeraten, weil 1 oder 2 Werte nicht im Normbereich lagen, während in meinem Aquarium schon ganz friedlich verschiedene Schnecken sich angesiedelt haben und verschiedene Kleinstlebewesen. Also ich hatte meiner Meinung nach ein durchaus eingefahrenes System. Und ratet mal, was ich gemacht habe. Ich habe mir trotzdem Guppies gekauft, aber dann in einem anderen Laden und nicht in diesem besagten. Und ratet mal, die Guppies haben sich sehr gut in dieses Aquarium integriert. Natürlich passiert es immer mal, dass 1, 2 Fische zu Beginn sterben, die eben auch nicht damit gut zurechtkommen mit dem Transport, mit den anderen Wasserwerten, mit den anderen Wasserbedingungen. Aber ich habe euch auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr neuen Fischen ein Umsetzen in ein neues Aquarium gut ermöglichen könnt. Und um das Ganze jetzt mal zu einem Abschluss zu bringen, möchte ich nur noch mal sagen, dieses Aquarium hier habe ich, ob man es mir jetzt nun glauben möchte oder nicht und ob ich damit jetzt auf Kritik stoße oder nicht, aber dieses Aquarium hatte eine Einlaufzeit 1 Tages. Ich habe die Hälfte des Aquarienwassers hier genommen und in dieses eingefüllt und den Rest mit Leitungswasser aufgefüllt. Habe etwas gewartet, einige Stunden, und habe dann schon die Guppies in dieses Aquarium eingesetzt. Ich habe ihnen dann auch eine lange Zeit gegönnt, um etwas Aquarienwasser in ihre Tüte zu kippen und um sie langsam hier an dieses Milieu zu gewöhnen. Aber wie gesagt, dieses Aquarium hatte eine Einlaufzeit 1 Tages. Und wie man hier sehen kann, ich habe 4 Guppies ins Aquarium eingesetzt und es ist schwer, jetzt alle hier auf einem Bild zu kriegen, da es sich natürlich auch um ein sehr großes Aquarium handelt, um ein Aquarium mit 800 Litern. Und man kann hier auch sehen, bei dem einen Guppy, welcher immer wieder, ich weiß nicht, der springt immer wieder gegen den Sand. Er scheint sich auf jeden Fall sehr zu freuen, was auch immer der da gerade macht. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es mir darum ging, dass diese Guppies hier durchaus, wie man sehen kann, überlebt haben. Dass diese Guppies durchaus eine sehr schöne Farbgebung haben. Und dass die Guppies hier auf jeden Fall ein angenehmes Leben in diesem Aquarium haben. Ich kann es euch auch immer empfehlen, Sand als Bodengrund zu verwenden in eurem Aquarium. Da gerade für Garnelen oder auch Bodenwälse Sand wesentlich besser ist als Kieselsteine oder so. Und man kann ja jetzt auch Man hat ja eben auch gesehen, dass dieser Fisch irgendwie den Sand als, ich weiß nicht, was genau genutzt hat. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was er da getan hat. Aber es scheint mir so gewesen zu sein, als hätte er sich fast etwas im Sand gewälzt eben. Jedenfalls, damit ihr nicht noch länger euch jetzt dieses Video anschauen müsst, werde ich mich jetzt mal verabschieden mit diesem Thema. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lang eure Einlaufphasen im Aquarium so waren und wie ihr diese ganzen Einlaufphasen gehandhabt habt. Ich hätte mir jedenfalls gewünscht, dass mir früher mal jemand gesagt hätte, dass ich es nicht so drastisch halten muss, wie es mir verschiedene
Zufachhandel vermittelt haben und dass ich nicht für mehrere 100 € oder ähnliches solche Starterkulturen und Starterbakterien hätte verwenden müssen, sondern dass ich auch ganz natürlich mein Aquarium hätte einlaufen lassen können, auch wenn es vielleicht einige Monate dauert. Es dauert aber nicht kürzer, wenn man solche Starterbakterien verwendet. Und wie gesagt, ganz im Gegenteil, sind es meistens eher noch nutzlose Bakterien, die überhaupt nichts mit den typischen Einlaufbakterien zu tun haben. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mich auch bei einem weiteren Video wieder begleitet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben geben, falls euch das Video gefallen hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns dann bald mal wiedersehen. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.